das hier. Ich werde dann quasi vor diesem Fenster liegen. What the fuck? Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, geht es heute um Instagram, eine Plattform, die ich sehr, sehr liebe und die viele von uns benutzen. Und es gibt ja mittlerweile so viele Accounts, so viele schöne Bilder drauf. Wir wissen aber auch, glaube ich, dass nicht immer alles so echt ist, was wir da sehen. Und natürlich sorgt das oft auch für Diskussionen. Meine Meinung dazu ist einfach, solange man das weiß oder kommuniziert oder es einfach schon wieder so fake aussieht, dass man eigentlich sich schon denken kann, okay, es wurde bearbeitet, finde ich das okay, solange es einem bewusst ist. Bei meinem Account ist es so, ich sag's ganz ehrlich, ich bearbeite meine Bilder auch. Ich versuche auch das Schönste daraus zu holen und auch aus mir. Und da wird mal ein Pickel weggemacht, da wird mal, keine Ahnung, ein Fleck weggemacht oder so und ein Filter draufgelegt. Ich gucke aber immer, dass es doch der Realität irgendwo entspricht, dass das Motiv auch irgendwo so stattgefunden hat, damit es nicht zu übertrieben ist. Heute werden wir aber betreiben und das Ganze mal auf die Spitze treiben und ich schlüpfe quasi in diese Accounts, die das sich zum Hobby gemacht haben, wirklich ziemlich viel zu Photoshop auf ihren Bildern, ohne das Ganze zu beurteilen wirklich, weil, wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Es ist für mich aber einfach ein Experiment und ich dachte, es ist für euch vielleicht ganz cool, auch mal zu sehen, wie sowas überhaupt entsteht und wie krass man das eigentlich treiben kann. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Ganz viel Spaß! So, Motiv Nummer 1, ich nenne es das, nein, die falsche Aussicht. Und zwar sind es solche Bilder, wo eine Tür aufgeht oder ein Fenster und dahinter ist etwas, was, naja, offensichtlich sehr perfekt, aber vielleicht nicht ganz so real in dem Moment dort war. Und zwar sind das dann teilweise schneebedeckte Wälder und ein Reh steht zufällig dort oder manche machen auch einfach L.A. mal in ihr Fenster rein, auf einmal sind da Palmen. Und auch da wieder, ich finde es nicht schlimm. Ich habe das noch nie gemacht und ich dachte mir, warum gehen wir heute nicht ein bisschen nach Paris? Ich liebe Paris und ich liebe Eiffelturmbilder. Ich habe meine noch nie gefaked, aber warum nicht heute mal eine schöne Aussicht aus Karlsruhe raus auf den Eiffelturm? Ich wollte euch gleich mein Outfit zeigen. Ich sehe sowas hier. Okay, zurück zum Outfit. Und zwar dachte ich mir, zu diesem doch etwas kitschigen Motiv passt so ein süßes, romantisches, schickeres Kleid. Und das sind die, naja, Fakes, die ich dann reinmachen will. Das hier. Ich werde dann quasi vor diesem Fenster liegen oder sitzen. Das müssen wir noch schauen. Ich habe für das Motiv den Schreibtisch zusammen mit Olli abgeräumt, weil ich mir dachte, ich sitze dann so da drauf. Deswegen habe ich auch noch eine Decke hingelegt. Olli posiert fürs Bild. Das machen wir öfters. Es gibt immer die witzigsten Bilder, damit wir ungefähr das Motiv abschätzen können. Ja, und die Decke habe ich halt hin, damit es so ein bisschen freundlicher wirkt. Und ich wollte voll gerne, dass Lana mit auf dem Bild ist, dass wir quasi beide aus dem Fenster auf den Eiffelturm schauen. Aber ja, sie war nicht so kooperativ und ich hatte keine Leckerlis, also kann man das dann vergessen. Wir haben dann immer wieder geschaut, ob das Motiv so passt. Inzwischen kam Mina, die auch nicht mit aufs Bild wollte. Und ich hatte einen Niesanfall. Also kleines Zwischenfazit, die Bilder zu fotografieren ging sehr gut und ich glaube auch nicht, dass es länger gedauert hat oder weniger, als wenn das Motiv gegeben wäre. Außer vielleicht beim Frühstück, weil dann hätte man ja noch den Frühstückstisch so hinstellen müssen und alles. Aber abgesehen davon, glaube ich, kommt es direkt aufs selbe raus. Aber die eigentliche Arbeit findet jetzt hier statt, denn da werde ich jetzt alles übertragen, bearbeiten und photoshoppen und das Ganze viel mehr, als ich es sonst gewohnt bin. Und ich nehme euch da ein bisschen mit. So sieht das Bild vorher aus, das wir geshootet haben und ich ausgewählt habe. Als erstes habe ich mich ausgeschnitten, beziehungsweise eher das Fenster ausgeschnitten, das gemacht hat, kann man das Fake-Fenster reinmachen, was schon ziemlich fake aussah. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch nicht super viel Zeit gelassen, dabei was auszusuchen. Ich fand das hier einfach schön. Vielleicht, wenn man jetzt ewig danach sucht, findet man etwas, was irgendwie von den Farben besser passt. Ich habe das dann zugeschnitten und habe einfach die Farben von mir, also vom echten Motiv, ein bisschen angepasst. Und dann habe ich noch feiner ausgeschnitten. Also wie ihr seht, sieht man noch so weiße Ränder. Das merkt man meistens erst, wenn da was liegt. So war es dann realistischer. Dann habe ich das Ganze aber noch in Lightroom gepackt. Falls ihr das nicht kennt, das ist ein Programm, mit dem viele ihre Instagram-Bilder bearbeiten. Also da könnt ihr quasi die Farben machen, Filter draufpacken, also Presets heißt es da. Damit fand ich, sah es schon gar nicht mal so schlecht aus. Und so ist das Ergebnis. Ich finde, es sieht sehr Pinterestig aus. Sieht es realistisch aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man länger drauf schaut, dann checkt man schon ein bisschen, dass da was gemacht wurde. Insgesamt finde ich es aber kein schlechtes Bild. Und jetzt kommen wir zum Fake Himmel. Das ist das, was ich am häufigsten, glaube ich, auf Instagram sehe. Es gibt sogar extra Apps dafür und es ist sehr schnell gemacht. Also ihr macht euch euren Himmel einfach schöner. Wenn es ein wolkiger Tag ist, wenn man einfach nichts sieht, also einfach nur weiß. Apropos, ich bin zu hell.
Dann könnt ihr einen Sonnenuntergang reinmachen. Oh, ich glaube, ich habe sogar so eine App dazu. Ich habe es aber nie verwendet. Also ihr könnt komplett diesen Himmel sehr, sehr einfach, ohne dass ihr jetzt krasse Photoshop-Bearbeitungskünste könnt, könnt ihr das machen. Mond und Sternhimmel und alles Mögliche. Was ich bisher immer gemacht habe, ist, wenn ich schon so einen Sonnenuntergang oder einen schönen Himmel hatte, habe ich das einfach so bunter gemacht, damit es mehr rauskommt. Passt auch sehr gut, denn das Wetter ist eine Katastrophe. Es ist grau, es ist einfach nicht schön, draußen Bilder zu machen. Ich werde jetzt auf die Terrasse gehen und ich habe so ein sommerliches, oh, ja. Ja, ich habe dazu so ein sommerliches Kleid an, denn wie gesagt, das ist jetzt hier Wunschdenken, nicht wie es Wetter ist, sondern wie ich es gerne hätte. Und das kann ich euch auch mal unten verlinken. Das müsste nämlich noch aktuell sein von ASOS und ich finde das wahnsinnig schön und sehr fotogen jetzt für unser nächstes Insta-Motiv. Das war super einfach zu fotografieren. Ich musste eigentlich auf gar nichts achten, nicht so viel wie beim letzten Bild. Ich musste eigentlich nur ganz normal posen und oben ist ja der Himmel frei. Und dann habe ich eben diese App genommen, die heißt Quickshot. Das ist nicht gesponsert oder so, es ist einfach die ich kenne dafür. Und hier seht ihr ja auch, wie das Bild vorher aussah und wie ich gesagt habe, der Himmel ist einfach super langweilig, also irgendwie so hellgrau. Und hier seht ihr einige Beispiele, was man Cooles damit dann machen kann mit der App. Das sieht natürlich eben nicht real aus, aber das habe ich ja vorhin gemeint. Ich glaube, bei solchen Bildern weiß das auch so ziemlich jeder, oder? Dass der Himmel nicht so perfekt aussah. Dann musste ich nur ein bisschen damit rumspielen, die Einstellung machen, aber ich fand es halt super easy, weil es am Handy ging. Und ihr könnt euch das Ganze auch nochmal bei mir auf Instagram angucken und am besten kommentieren, wenn ihr von hier kommt und wisst, wie es entstanden ist, denn... Ich fand das jetzt vom Ergebnis ganz schön, deswegen werde ich jetzt spontan das doch in meinen Feed posten. Ich hatte eigentlich nicht vor, das zu machen und euch irgendwie nichts dazu zu erklären, aber ich dachte mir, es wäre ganz witzig zu gucken, was ihr dazu schreibt. Ist es euch zu fake? Ich glaube, das Motiv ist so noch am harmlosesten. Von dem her, wie sehr da ein bisschen was retuschiert wird. Deswegen fühle ich mich okay dabei, das zu posten, aber ich bin gespannt, was dann eure Kommentare sind. Willkommen im Sommerurlaub. Ich habe mein Bikini an, denn seht ihr nicht, dass ich in Italien bin. Konnte aber schlecht. Ja, es gibt so ein Motiv auf Instagram, so eine Stadt, die heißt Positano. Auf jeden Fall habe ich das ganz oft bei mir im Feed gesehen. Ich würde das sehr gerne mal besuchen. Und ich habe mir gedacht, im Zuge dieses Videos fake ich mich mal dahin. Deswegen der Bikini und gleich noch eine Sonnenbrille. Aber das Geile ist, ich trage original drunter eine Jogginghose, denn man sieht mich nur ab da. Das hat richtig Spaß gemacht, denn ich habe mich irgendwie echt in dieses Urlaubsfeeling reinversetzt und musste auch wieder nicht viel machen. Ist das, glaube ich, so das künstlichste Bild, was entstanden ist. Aber fangen wir mal von vorne an. Also ich habe das wieder erstmal bei Lightroom reingepackt, also diesmal vorher, weil ich schon wollte, dass ich so einen Filter drauf habe. Habe mir das Motiv vorher angeguckt, dass ich rein photoshoppen will und das so ein bisschen angepasst. Das Motiv war zum Beispiel sehr warm, sehr detailliert, also habe ich das wärmer gemacht, die Schärfe hochgedreht und sowas. Und wieder ausgeschnitten und boom, war ich in Italien. Und ja, ich steche da sehr heraus noch. Deswegen habe ich da wieder die Farben noch mal ein bisschen korrigiert. Und dann, wenn dann wieder ein Filter drauf ist und eine Krasse der Filter, desto besser, weil desto weniger erkennt man dann irgendwelche Unterschiede. Dann hatte ich das Ganze auch. Ich glaube, hier sieht das halt wirklich sehr photoshoppt aus, aber ich weiß nicht, was sagt ihr? Das nächste Motiv. Ich bin jetzt im Bademantel, denn es gibt Frühstück im Bett im Hotel. Und was mich dazu inspiriert hat, ist folgender Account. Sie heißt The Style Visitor. Und was ich halt so krass fand bei diesem Bild, ist dieser Frühstückstisch. Moment, ah, verdammt. Dieser Frühstückstisch ist komplett fake. So krass, oder? Auf diesem Account wird viel bearbeitet. Und was ich halt ganz cool finde, ist, dass sie immer dieses Vorher-Nachher zeigt. Und oft geht es, glaube ich, so um die Filter, um die Presets, die sie verwendet. Und bei diesem Tisch war ich so, warum ein Frühstück bestellen, wenn man es doch einfach auch hin photoshoppen kann. Und ich habe es halt komplett geglaubt. Ich glaube nicht, dass ich das so in Zukunft machen würde, weil ich habe lieber echtes Frühstück statt falsches Frühstück. Also da musste man uns natürlich wieder ein Motiv überlegen. Und ich habe halt versucht, dass man nicht erkennt, dass es unser Schlafzimmer ist, dass es ein bisschen neutraler ist und deswegen nach Hotel aussieht. Deswegen habe ich die Bilder abgehangen, habe mich ins Bett gelegt, gemütlich mit einem Bademantel und einer Zeitschrift. Und dann hat Olli ein bisschen abgecheckt, wie der Winkel ist von unserem Fake-Motiv, damit wir das auch anpassen können an das Foto. Da muss ich wieder nicht viel machen. Mir eine Insta vors Gesicht halten. Und dann war es auch schnell fotografiert. Dieses Frühstück sah sehr, sehr künstlich aus. Deswegen habe ich einfach wieder ein paar Anpassungen gemacht, so wie ich das halt gesehen habe. Ich habe dann mein Bild sogar noch verzerrt und es war ein kleines Hin und Her zwischen Photoshop und Lightroom. Aber das soll euch nicht kümmern. Und ich habe dann noch versucht, so Schatten reinzumachen und sowas. Und das ist das Endergebnis. Ich bin jetzt nicht so happy damit. Ich würde das so nicht bei mir posten. Ich fand dieses Beispielbild, was ich euch gezeigt habe, einfach so genial. Aber ich glaube, das ist, wenn man dann ein bisschen mehr im Game ist, im Photoshop-Game und dann noch besser weiß, wie man das hinfaken könnte. Hey ihr Lieben, es ist der nächste Tag und wir sind jetzt unterwegs nach Hamburg heute.
Wir fliegen dahin und das passt sehr gut, denn ihr kennt doch bestimmt diese ganzen Flugzeugbilder, wo man da sitzt und dann aus dem Fenster guckt und dann sieht man halt schönen Sonnenuntergang und eine tolle Wolkenlandschaft und ab und zu sieht man sogar den Eiffelturm oder Big Ben aus dem Flugzeug raus und ich denke mir so, weiß nicht, wie real das ist. Und das liegt einfach daran, dass ich würde sagen, so 90% dieser Bilder, bestimmt nicht alle, aber 90% ist dieses Fenster ausgeschnitten und da ist nochmal was reingemacht. Weil aus Erfahrung kann ich euch sagen, es ist super schwierig, so ein Foto zu machen, wo man euch erkennt, aber auch draußen noch irgendwas sieht, einfach schon von den Lichtverhältnissen her. Und dann ist es ja oft einfach nur neblig oder dunkel oder man sieht einfach nichts und dann macht man halt was Schönes da rein. Und deswegen machen wir gleich ein kleines Foto. Die Leute werden uns bestimmt voll angucken, weil normalerweise macht man das ja bei so Langstreckenflügen oder bei der Business Class. Werde ich auch das bearbeiten, das sollte auch relativ easy sein, aber ich finde, das macht das Bild nochmal anders. Das seht ihr gleich. Da ist ja sowieso egal, was man aus dem Fenster sieht, haben wir das einfach chillig direkt beim Start gemacht. Und da merkt ihr, was ich meine. Also man sieht eigentlich meistens eh nichts, ob das jetzt am Boden ist oder in der Luft. Und ich habe wieder meine trusty App genommen, die Quickshot-App. Und es hat sehr gut funktioniert, mir da ein bisschen schöne Wolken reinzumachen. Der hat das automatisch erkannt, hat aber so ein bisschen übermalt. Deswegen habe ich dann noch Facetune genommen und habe das ein bisschen korrigiert, ein bisschen heller gemacht an den Seiten. Und dann habe ich noch mit Visco das Ganze bearbeitet. Keine dieser Apps ist hier gesponsert, wie gesagt, oder sonst irgendwas. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, mal zu gucken, wie ich das komplett am Handy bearbeite. Und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich finde, das Bild ist sehr schön geworden. Das hat es immer gebracht, so mit der Aussicht. Und ich glaube, das Fazit ist, weniger ist mehr. Wenn man so ein bisschen was reinmacht, ist es für mich okay. Wenn es ein ganz neuer Ort ist, ist es too much. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu den Bildern. Ich werde wahrscheinlich wieder zurückgehen zu meinem alten Style, der ziemlich simpel ist und nicht so aufwendig bearbeitet ist. Und ja, vielleicht könnt ihr mir dann auch dort folgen natürlich. Unter Kind of Rosie findet ihr mich auf Instagram. Und hier könnt ihr natürlich gerne abonnieren für weitere Videos. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!